Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 mit mir, NEWCP, hier auf meinem Kanal in Begleitung mit Piper. Heute zum Ende der Mission von Suche und Finde Nick Valentine. Wir gehen hier direkt rein in die... Ja, ich glaube, das ist eine U-Bahn-Station. Mal schauen, was uns erwartet, ne? Ist noch nicht geöffnet, oder ich war noch nie drinne. Ist blind für mich. Aber wir haben ja eine Weile hierher gebraucht und ich habe nochmal drüber nachgedacht, wie das ist mit diesen ganzen Nebenmissionen, die man so unterwegs finden kann. Ich glaube, ich werde in Zukunft diese Mission doch von Anfang an gleich mitmachen, weil ich mich nie komplett daran erinnern kann, was denn nun wo war. Oh, wir haben gleich da unten mehr oder weniger Kontakt. Piper ist dabei. Piper ist dabei, gut. Wenn ich dir doch sage, zu Skinny Malones zurückzugehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Aha, interessant. Die Eier, ihn einfach umzulegen. Die reden über Nick Nick Valentine. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Auch nicht nett. Gesehen und gehört haben wir sie jetzt schon. Piper geht so weit vor, dass sie natürlich direkt entdeckt wird. Da. Da sind sie wieder. Na komm schon. Zack. Voilà. Naja, gut. Ach, da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Gut. Oh, hinter dir, Piper. Achso, ich habe übrigens in der Werkbank ein bisschen rumgespielt. Ihr seht es ja gerade. Und folglich kann ich jetzt mit den Waffen etwas näher ranzoomen, was definitiv eine gute Verbesserung ist. Greif einfach zu. Mach ich auch. Die Frage ist, wo lang gehen wir jetzt als erstes? Wir gucken uns erstmal die an, die wir da gerade getroffen haben. Ob es hier noch irgendwas Sinnvolles gibt. Aluminiumdosen, gut zum Bauen. So. Kronkorken, klar, warum nicht? Ah, cool, man kommt da durch, gut. Achso, wieder hinstellen. Dann geht einiges besser. Abgewetzter Filzhut. Sieht ja alles nicht so gesund aus hier für den. Lötlampe. So, wo sind wir denn hier? Weißer Teller, alles dabei. Oh. Guter Alkoholvorrat ist auch in Ordnung. Kann ich den mitnehmen? Ne, da kann ich drin schlafen. Ne, das will ich jetzt nicht. So, 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 so. Hier haben wir ein Terminal. Gucken wir uns gleich an. Ein Stift. Terminal. Nur für Personal und der Verkehrsbetriebe. Funktion deaktiviert. Die Verkaufsfunktion des Terminals wurden abgeschaltet. Wenden Sie sich an einen Systemadministrator, um weitere Informationen zu erhalten. Nein. Hinweis. Terminal abgeschaltet. Nachricht an Mitarbeiter. Sehr geehrter Mitarbeiter-ID. Schön. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Haltestelle Park Street aufgrund eines Aufkaufs durch die Vault Tech Corporation geschlossen wird. Daher werden unsere Aufzeichnungen durchgehen und unsere vielen geschätzten Mitarbeiter anderen Haltestellen und Abteilungen zuweisen. Das System sollte Ihren neuen Einsatzort automatisch finden. Sie wurden folgendem Ort zugewiesen. Mitarbeiter gekündigt. Schön. Danke, wir freuen uns drauf, noch viele weitere Jahre mit Ihnen arbeiten zu können.
Gut. Also für uns nichts Relevantes hier in dem Fall. Keine Türsteuerung oder ähnliches. Gut. Dann öffnen wir uns die Türen doch auf diese Methode. Na, fast. Nee, dann ein bisschen mehr da lang. Gut. Piper hat das gefallen. Was haben wir denn hier? Superkleber, das ist gut. Mir ging der Kleber nämlich zuletzt aus. So. Oh, da ist noch ein Safe. Fangen wir hier an. Gut. Gut. Super. Das wär's. Gamma-Patronen. Da muss ich nur rausfinden, wofür die sind. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir da irgendwas hatten für Kronkorken. Klar, super, Kleber nehmbar. Kleber ist Kleber. So. Gut, Piper. Wir wollen Nick Valentine finden. Gehen wir mal weiter, wa? Einmal nachladen, haben wir schon. Gut, haben wir hier irgendwas, was wir übersehen könnten? Alkohol, warum nicht? Und das gab gleich noch eine Errungenschaft, Sammler für Steam. Mal schauen, werde ich mir angucken. Wird bestimmt eine gewisse Menge an gesammelten Gegenständen voraussetzen. Eine Badezimmerwaage, wow, die brauchen wir. Wir machen mal versteckt. Das sieht ja nach einem größeren Komplex aus da unten. Ah ja. Jetzt sind sie natürlich alle etwas aufgeregt. Ah, das war ein sauberer Treffer. Ja, das fürchte ich auch. Scheiße. Wir machen einfach mal so. Zack und zack. Und mal gib ihm. Gut. Und nochmal. Okay, nee, 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 machen wir nicht. Raus, 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 raus. Lass mich mal aus dem Weg. Ich sehe gerade. Ich wurde ja ganz gut getroffen. Piper, wirf mal so ein Mollo. So. Mach mal. Tschüss. Ich sehe zwar nichts mehr, aber... Doch, da. Gut. Ah, da ist noch einer. Gut. Also der Umbau dieser Waffe hat sich definitiv gelohnt. Gut, die Null bitte. Junge, 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 Junge. So, Piper bräuchte, glaube ich, auch Hilfe. Ja. Ah, nee, jetzt kommt sie von alleine klar. Gut. Hm, das sieht doch ganz gut aus. Knuspriges Eichhörnchen. Das brauche ich jetzt noch. Sonst noch irgendwen, den wir hier im Hinterhalt bekommen könnten. Nee, sieht gerade nicht danach aus. Was ist das? Ach, okay, Beton. Was für ein Haufen Schrott. Ja, das stimmt. Okay, hier ist nichts bei. Geh mal aus dem Weg. Danke. Die Frage ist natürlich, erinnert ihr euch, wir hatten so einen U-Bahn-Schacht an der einen Stelle, in den wir hätten gehen können, ob man dann hier angekommen wäre? Hm. Wer weiß das schon? So ist das, den habe ich nicht geplündert. So.
immer mal schön rechts und links gucken, sonst hätte ich doch glatt das Terpentin übersehen. Na, alles mitnehmen, Piper, das habe ich vor. Huch. Ich bin sicher, irgendwo gibt es hier noch irgendein Secret. Mad X hilft schon mal. So. Und wir müssen aber da lang, um den zu finden. Okay, 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 okay. Hier ist alles safe. Na, eine verschriegelte Tür, das ist doch schon mal immer. Ah. Zack. Ob das nicht in die Fall... Obwohl, was ist denn das hier für ein... Oh, 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 das hätte schief gehen können. Stopp, 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 stopp. Entschärfen. Das hätte schief gehen können. Eine Stolperdrahtfalle. Und ein Lasergewehr. Auch nicht schlecht. Und noch ein Safe. Gut. Oh, sind auch ein paar echt schöne Sachen drin. Kann man nicht sagen. Nicht meckern. Okay, der Ausflug hier lang hat sich nochmal gelohnt, so rein wirtschaftlich für meine Siedlung. Obwohl es hätte schief gehen können mit der Falle hier. Aber ich glaube, das stört ihn jetzt nicht mehr. So, wir suchen wieder nach... Ach so, hier ist noch ein Terminal. Nur für Personal. Fahrkarten kommen... Achso, das ist das gleiche, was oben schon war. Das lese ich nicht nochmal. Dann wird es ja jetzt wieder spannend. 77 Meter bis zum Ziel. Okay, ich sehe noch nichts auf dem VATS. Gut, 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 gut. Was leuchtet denn hier so schön? Nuka-Cola Quantum. Oh, ich höre doch irgendwo so eine Radkakerlake. Stopp. Hä? Was ist denn das hier unten für eine Markierung? Hä? Was denn? Habt ihr euch da jetzt schon an zu euren eigenen Schatten? Hier ist nicht. Okay, irgendjemand hatte uns so ein bisschen gehört oder wie auch immer und gerade eine Alarmmeldung ausgegeben, aber scheinbar nicht wirklich ernst genommen. Das war vielleicht ein Fehler. Da hinten ist jemand. Machen wir mal so. Gut. Das hätte ich ja vielleicht besser hinbekommen, wenn ich das selbst gemacht hätte. Komm mal her. Wo bist du denn? Ich sehe dich gerade nicht. Hä, ich sehe ihn nicht. Ah.
Achso, da. Ach, und da. Tschüss. Da hat's aber gerade was anderes benutzt. Fang ist auch schön. Jo. Die Sache ist aufgeräumt, denke ich mal. Trotzdem gucke ich hier nochmal rein. Kontrollraum, Kontrollraum. Ich habe ja gesagt, diese ganzen Nebenquests nehme ich jetzt direkt mit. Womit das hier nach einem separaten Einstieg aussieht. Back Bay. Wenn ich das öffne, geht es bestimmt raus. Das lassen wir mal jetzt sein. Das führt uns nicht zu Nick Valentine. Nochmal, nochmal. Weiter. Schwere Maschinensachen ist immer gut. Brauchen wir alles für die Siedlung. So, Nick Valentine, ja. Vault 114. Sieh mal einer an. Da benötigen wir den Pip-Boy, genau. Das wird ja spannend. Einmal nachladen, bitte. Danke. Okay, mein VATS zeigt gerade nichts an. Da hinten. Ja, wer auch immer, er versteckt sich. Ja, ja, ist okay, der hat die Situation natürlich erkannt. Lass mal sein. Rechts oder links? Hab dich! Da kommen aber noch zwei. Habe ich schon genau gesehen. Die wollen nie einfach nur reden, da hast du recht. Die Frage ist, ob das schon alles war. Und ich glaube nicht. Schiebetür. Ah, vielleicht doch. Aufbereitetes Wasser ist immer gut. Geh mal vor. Ja, lässt sie mich vorgehen. Ja, ist okay. So. Was sagt das Magazin? Das Magazin sagt nachfüllen, bitte. Oh, sowieso bekommen wir da jetzt bald ein klitzekleines Ladungsproblem. Aha. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für einen Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Du hast den kalt gemacht, Scheiße! Den machen wir kalt! Hey, von hier! Von wo? Hey Piper, du hast mich getroffen. Geh mal aus dem Weg. Was ist denn das hier? Nee, kann ich nicht bedienen. Okay.
Also die KI hat echt einen, eine Begabung dafür, im Weg zu stehen. Egal, wir gehen weiter. Ob sich Nick Valentine hinter dieser Tür befindet? Nein, dafür geht's nur noch tiefer. Sehr schön. Sieht ja auch gar nicht wie eine Falle aus. Ach, da drüben. Ah, den kriegen wir. Überhaupt nichts. Ich dreh wohl langsam durch. Siehst du? Den kriegen wir auch. Hey, da draußen ist was. Ach echt, Piper? Voll, voll nützlich, der Kommentar. So, gut. Immer nachladen. Komm, das kann jetzt nicht so lange dauern. Ich will doch nur Nick Valentine finden. Wie ein Friedhof für Ausgrabungsmaschinen. Ja. Das trifft es ganz gut. Hier gibt es bestimmt jede Menge interessante Dinge zu finden. Nur ich finde sie natürlich nicht. Nee, hier liegt nichts rum. Oh. Na, die drei da waren das. Wo kommt die denn jetzt her? Die hätte ich doch vorher sehen müssen. Warte mal, wir machen das mal so. Das machen wir jetzt mal so. Zack. Ja, super geschossen. Gut. Okay. Wo ist der letzte? Ach, der ist da. Nee, doch nicht. Da ist ja noch einer. So. Müsste, glaube ich, dann auch jetzt langsam mal reichen, oder? Der eine sah aus wie der Chef. Moment. Ach gut, der liegt da oben. Können wir da nochmal laufen? Ah, das war auch erstaunlich. Die sind gerade wieder alle zusammengelaufen. Hat man sonst nicht so oft, beziehungsweise halt war wieder gut von der KI inszeniert. Dann ist ja der Raum jetzt hier so gut wie leer. Obwohl, ne, hier geht's noch runter. Bildest dir bestimmt was ein, mein Freund. Wo bist du denn? Oder nee, machen wir es so. Hier ist überhaupt nichts. Genau, hier ist nichts. Ja. Und wie es weitergeht und ob wir Nick Valentine da unten dann finden, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es wieder heißt Let's Play Fallout 4 mit mir, NWCP. Bis dann, ciao, ciao.